Ah! Scheiße! Und damit, guten Tag Leute, Leo hier. Ah, Leute, ist das schön. Gutes Wetter, man sieht endlich mal was. Und jetzt, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe gerade Russisch gelesen im Chat. Das muss nichts heißen. Aber ich bin mal gespannt, wie kommunikativ der gut ist. So Leute, damit geht's los. Mal sehen. Hallo. Do you have a microphone? Oder sprechen? Normalerweise ist unten links ein Zeichen, dass man spricht. Jetzt ist es gerade nicht. Hat er vielleicht... Ist es ein Bug? Ah. Can you hear me? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wird das jetzt hier ein eher klassisches Gameplay, weil ich höre eh nicht. Ich kann wiederum selber nicht sprechen. Also wie gesagt, wer die letzten zwei Gameplays gesehen hat, der weiß, dass unten links immer so eine Anzeige... da war die Facecam drüber. Sorry, Leute. Es wird angezeigt, wenn Push-to-Talk aktiviert ist. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. So, wir hauen eben mal die Untoten weg. Okay, mein Teammate struggle ein bisschen behind. Ah, kacke. Gut, drauf. Also die muss man schnell töten. Also generell, das sind halt so Kackviecher, die diese Fliegen, die sind extrem hartnäckig und die ziehen auch ordentlich was an Leben und machen eine Vergiftung. Scheiße. Er hat den Mopper getriggert. Okay. Wir sind schon viel, ich würde es jetzt lieben gerne sagen, aber es geht nicht, aber wir sind schon extrem hart am Start, halt Leute zu killen. Er scheint ein Noob zu sein, sonst hätte er schon viel öfter Nahkampf benutzt. Ja, okay, Leute, I'm gonna roll with it. Es gibt zwei Monster in der Alpha und wir werden dieses Mal den Butcher versuchen zu besiegen. Das ist eine Kreatur, die ist auf... Oh, 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 oh. Sorry, Oh shit. War das mein Teammate? Weil ich war es nicht. Ich würde jetzt liebend gerne mal ein Signal setzen, dass er hochkommen soll. Habe ich wirklich eine Treppe übersehen oder ging das hier nur so hoch? Ist ja auch am Ende der Tage scheißegal. Wir haben jetzt leider ein bisschen was an Leben verloren. Können wir auch heilen, wenn wir denn was zum Heilen finden. Ich nehme mal kurz das Ding hier mit, aber es scheint nicht so, als wäre was zum Heilen. Nein. Man kann nämlich random was zum Heilen. Leo hat vorgesorgt. Ganz ehrlich, ich hau mir jetzt schon ein Madpack rein. Ich sehe übrigens dumm aus. Ich muss echt, um nach ganz unten im Bildschirm zu schauen, muss ich echt über mein Mikro gucken. Bisschen dämlich, aber naja. Gut, weiter geht's. Ich sprinte schnell ins Feld. Ich hoffe, mein Teammate kommt mit. Gut. Wir haben uns mal ein bisschen weiter vorgewagt. Sind keine großartig starken Gegner am Start. Die Sache ist halt, das Gefährliche bei dieser Tagmap ist, dass wenn jemand einen Sniper hat, er legit so über die Karte ein bisschen gucken könnte und der könnte ein großes Problem werden. Aber ach, wir haben auch einen Knife, aber... Ja, wir können es ja mal benutzen, aber ich weiß nicht. Ich finde den Nahkampf von den Standardwaffen okay, weil die Standard-Grunts, also die normalen Monster, die kriegt man halt in zwei Schlägen down, das geht übelst klar. Ich meine, ich bin ja nicht auf der Flucht. Ich bin nämlich auf der Jagd. Ah, Leo, das war ein voll nicht lustiger Witz. Okay. Interessant, hier war ich noch nie. Es ist extrem scheiße, wenn man anfängt zu brennen, weil die Leben, die ich, wenn ich brenne, verliere, die kriege ich nicht mehr zurück. Also sprich, ich könnte mich jetzt versuchen zu heilen, aber unten seht ihr es, das füllt sich jetzt erst auf, ich muss warten. Und angenommen, ich verliere die komplette Bar, so habe ich wirklich diese komplette Bar verloren. Na cool, mit dem Messer kann man One-Hit machen. So, die Rahmen werden gleich wegfliegen, außer wir gehen hier hoch. Fuck off! Gut. Es ist aber hier um die Ecke. Yes. Gut, dann aktualisieren wir auch mal hier die Map. Zwei Clues, der dritte ist weiter entfernt. Wir sind ganz okay, würde ich behaupten. Also es gibt Schlimmeres. So, genau, dann ist der nächste Clue. Dann machen wir uns mal vorsichtig weiter.
Kann hin und wieder sein, dass sie einfach aufstehen. Also es gibt ein paar Corpses, die stehen dann auch wirklich einfach neu auf. So, Teammate, kommst du rüber? Ich finde das einfach nice gemacht von diesem Game, dass es halt ein Ticken langsamer am Start ist. Also es ist halt mit Absicht diesen, das habe ich auch schon ein paar Gameplays gesagt, aber ich will es nochmal hervorheben. Ich hoffe, dass dieses Spiel was wird, weil ich habe sehr Lust drauf, das zu spielen. Momentan, ich benutze jetzt mal einfach diesen Leerlauf ein bisschen, damit ich über das Spiel rede. Eventuell interessiert das ein paar von euch. Die Sache ist halt... Würde ich nicht machen. Die Sache ist halt, es macht Spaß, aber ich weiß nicht, wie es mit der Langzeitmotivation aussieht. Weil ja, es wird mehr Monster gehen, ja, es wird eventuell irgendwann eine zweite Map hinzukommen und ja, mehr Waffen, mehr Characters, mehr Trades und all so ein Zeug. Aber das Problem ist halt, momentan, die Klohand ist nett. Aber das Problem ist, sie ist nur nett. Und ich habe halt so ein paar, das habe ich glaube ich auch schon in Gameplay gesagt, aber ich sehe einige Probleme von Evolve eben, dass man zum Beispiel während des Suchens nach den ganzen Clues einfach nicht so viel macht, weil wir killen ein paar Grunts, aber unterhält mich das noch nach 80 Stunden und 80 Stunden sind jetzt nicht so viel. Gut, ich werde mal kurz warten, bis mein Kollege am Start ist. Also wenn man so durchs Feuer rennt, kann ich das verstehen, dass man anfängt zu brennen irgendwo, aber ich finde, das ist noch ein bisschen zu extrem geregelt im Sinne von, man sollte wirklich... Man sollte die Threshold ein bisschen runtersetzen, dass man nicht instant anfängt zu brennen, weil das Brennen ist schon echt eine Sache, da muss man aufpassen, weil das kann einem locker das Leben nehmen. So, letzter Clou, wir wissen jetzt, wo der Butcher ist. Wo bist du? Am Arsch der Welt. Scheiße. Unangenehm. Muss aber sein. Hat er einen Generator gemacht? Warum dreht er einfach an allem, was er sieht? Egal. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter über die Map latschen und dementsprechend sage ich dann auch, ich mache einen kurzen Schnitt. Schneide ich kurz rein, habt ihr das gesehen? Er legt sich so einfach wieder hin, ne? Aber habe ich, ne, ist eine Alpha, also bitte nicht wundern, dass das Spiel nicht so fertig ist. So, im Ausschau halten. Ich sag, wir gehen außen ran entlang. Ja. Ah, scheiße. Es ist passiert. Wir haben die Hunter gefunden, ja, aber sie haben den Butcher schon gekillt. An dieser Stelle haben die uns also die komplette Arbeit abgenommen. Was wir jetzt machen müssen, ist, da hinten ist ein Hunter, uns in Deckung bewegen. Ich wünschte, ich könnte kommunizieren, da könnte ich ihm das ein bisschen sagen, aber das Banishing hat gestartet. Tja, scheiße. Wenn ich das richtig sehe, ist mein Partner gerade... Ich habe ihn halt wiederbelebt. Ich bin mir halt unsicher. Wir haben die komplett falsche Bewaffnung für das hier gehabt. Komplett in jeder Hinsicht. So, genau, mein Teammate hat es gerissen. Wir warten jetzt. Ich werde mich eben heilen. Ich muss in den Nahkampf, weil ich habe mir extra eine Shotgun geholt für den Butcher. Ich werde nachladen. Genau, Teammate, du machst das gut. Ich werde eben nachladen. Ich werde mit Absicht darauf warten, dass die abgelenkt sind. Ich werde mich nochmal heilen. Das Banishen ist 32% fertig. Da geht noch was. So, und jetzt aber. Schlechte Idee. Boah. Die haben wahrscheinlich genauso große Probleme wie ich mit dem Aiming, weil das Aiming ist interessant gemacht. Man merkt also, dass es alte Waffen sind, mit denen man spielt. Aber es ist sehr wobbly, wenn man mich fragt. Also auch schon ein Ticken zu wobbly. Das müssten sie meiner Meinung nach ein bisschen rebalancen. Kacke. Jetzt oder nie. Die Sache ist, mit ab dem Moment, wo wir die Shotgun am Start haben, kann das ganz gut was werden. Okay, ich werde beschossen. Wie machen wir es? Ich weiß halt nicht von wo. Also klar, von da, aber da ist viel. Wir gehen mal unten rum. Interessant, so eine Situation hatte ich noch nie. Ich habe bisher immer alles gebanished. Kacke. Da ist ein scheiß Vieh. Das dürfen wir nicht triggern, weil sonst müssen wir auf ihn schießen und das wäre sehr schlecht. Nein, okay. Kacke. Wir müssen da hoch.
Wir müssen gar nichts. Wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen, aber naja. Er wartet, bis ich die Treppe hochgehe. Ich muss ihn mit der Shotgun. Leute, ich habe eine Shotgun am Start. Würde ich ihn treffen, wäre er tot. Ich komme nicht hoch. Damit hat er den Deckungsvorteil. Mein Teammate muss ich gerade doch sterben lassen, weil der ist viel zu offen. Werde ich ihm helfen, sterbe ich. Sehr gut. Das meinte ich und jetzt werde ich auch meinen Teammate so schnell wie möglich wiederbeleben. Das Banishen hat, das ist schon fertig, aber die Sache ist, wir können immer noch, obwohl wir das Loot nicht gegrabt haben, raus, beziehungsweise kriegen dann halt wirklich auch XP. Guter Kill. Habe ich ganz gut von hinten erwischt und jetzt versuchen wir da reinzugehen, weil es wurde in Omning Cities noch kein einziges Artefakt gegrabt. Warum hat meine Revolver 7 Schuss? Dieses scheiß Monster. Dax. Ich kletter jetzt hier hoch. Es ist eine scheiß Idee, dieses Monster zu triggern. Noch einer. Ich glaube, wir haben sie gerade beide umgebracht. Ich wiederhole, ich glaube. Es tut mir leid, ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Egal was passiert, wir haben gerade ein Team getötet. Sehr gut. Oh mein Gott. Unschön, sehr unschön. Also sehr unschön für das Gegnerteam, weil... Heilige Scheiße. So. Ich werde jetzt hier bin ich. Ich muss zusehen, dass ich hier rüberkomme. Oh, Leute. Das war eine. Okay, Enemy down. Scheiße. Ich werde da oben sprinten. Ich werde mich nicht mit denen anlegen. Türen kann man zumachen. Hier wird einer auf uns warten. Nicht? Ich wünschte, ich könnte ihm jetzt sagen, dass er vorsichtig sein soll, weil ich weiß ja nicht. Oh, der Kacke hier nicht, weil die Sache ist, irgendjemand hat den Butcher umgebracht und die Sache ist, irgendeiner hat das Loot, das, wofür man dieses Spiel eigentlich spielt, liegen lassen. So, wir machen Ausgang. Hier, ja, ich hoffe, er weiß, was ich meine. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Ich hätte jetzt gesagt, Fallschaden. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Facecam aussieht, weil für solche Sachen ist natürlich eine Facecam ultra geil. Weiß ich auch jetzt schon, wie ich das Video ein bisschen schneide. Bin ich wirklich mal gespannt. Das ist quasi so das erste Mal, dass ich wirklich eine echte Überreaktion am Start habe. Also wie ich mich halt erschrecke. Weil normalerweise, hin und wieder mache ich das ja mit Absicht, sowas wie ein und all sowas, ne? Leute, ein bisschen Humor ins Video bringen, das schadet nicht, das mache ich auch gerne. Aber das war wirklich, das war legit. Ich habe mich wirklich erschrocken, weil ich nicht wusste, dass seiner ist. Was sollte der... Ausgang? Oh, komm schon. Wo rennt der hin? Komm rüber! Teammate, ich kann nicht schreiben, ich kann es dir nicht sagen. Komm rüber! So Leute, das war's mit dem Gameplay und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei euch entschuldigen, dass meine Stimmqualität heute in diesem Gameplay so scheiße war. Ich hoffe, ich hab's einfach schlichtweg vergessen, eine bestimmte Mikrofoneinstellung einzustellen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das je vergessen habe, aber ich habe es diesmal vergessen und dementsprechend wurde mein Mikrofonsound nicht aufgenommen und ich musste halt leider den Sound von der Facecam nehmen. Wirklich scheiße, also ich habe mich extrem drüber aufgeregt, als das passiert ist, aber es ist nun mal jetzt leider passiert und ich wollte mich halt nochmal dafür entschuldigen, weil, also, das hat mich wirklich extrem geärgert. Wie dem aber auch sei, das war jetzt wahrscheinlich das letzte Hand-Showdown-Gameplay fürs Erste, also für die Alpha. Ne? Falls mal irgendwann eine Beta wiederkommt, werde ich das Spiel auch nochmal abchecken und generell schaue ich einfach mal, wie euch das Spiel überhaupt interessiert. Fürs Erste würde ich aber sagen, ein sehr gutes Gameplay, auch wenn ich es halt, wie gesagt, es tut mir extrem leid, aber ich habe es halt verkackt mit meiner Stimme. Wie dem auch sei. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.